Radwege stelle, da setzt sich immer der Kies und Sand an. Und das muss jetzt mal wieder vertieft werden, sonst können wir mit dem Schiff nicht mehr anlegen. Also das Ganze, kann man aber sagen, ist dem Niedrigwasser, dem Extremen geschuldet. Ja, das ist so. Alle 3-4 Jahre müssen wir das freischauen. Gute Nachricht zuerst, Rhein in Flammen Koblenz findet wie geplant statt. Es gibt jedoch einige Einschränkungen und die Nachricht der Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH aus Koblenz am gestrigen Mittwoch schlug hier ein wie eine Bombe. Kein Schiffskonvoi zwischen Spey, Braubach und Koblenz. Nun aber die gute Nachricht, alle Schiffe, die mehr als 20 cm Wasser unter dem Kiel haben, dürfen als Einzelschifffahrten Rhein in Flammen besuchen und die Strecke befahren. Das extreme Niedrigwasser in den letzten Wochen hat dazu geführt, dass die Lokalschifffahrt oder die Personenschifffahrt ohnehin schon große Probleme hat, überhaupt noch ihre Steiger zu erreichen. Wie man hier im Video sieht, hat der Horst Vogel aus Bad Salzig daher derzeit viel zu tun. Er ist rund um die Uhr im Einsatz, um entweder bei der Waldbrandbekämpfung oder aber auch wie hier im Rhein beim Ausbaggern der Liegeplätze der Schiffe zu helfen. Denn ohne diese besondere Maßnahme ist bei diesem extremen Niedrigwasser das Anlegen an den Steigern fast unmöglich.